herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, wir sind hier. Diese Folge und die nächsten drei Folgen oder vier Folgen habt ihr ein bisschen einen bescheidenen Ton, beziehungsweise ein bisschen einen anderen Ton, weil ich durch das Umbauen des Setups ins Haus, also mein PC-Aufnahmesetup ins Haus, hat sich natürlich das Mikrofon verstellt. Das heißt, ich habe keine Aufnahme von meiner Sprache sozusagen. Das heißt, ich habe hier alles nachvertont und ich hoffe, es kommt ungefähr so hin, dass es auch passt, würde ich sagen. Aber nun ja, jetzt starten wir mal mit dem LKW zurück nach Hause. So, und da ich auch jetzt eben, wie gesagt, zur Aufnahme im Haus bin, ist die Aufnahme nicht ganz so ruckelfrei, wie ich sie gerne hätte. Ich hoffe, das kann ich bis zum nächsten Mal dann noch ein bisschen verbessern. Aber das liegt halt auch einfach an der Verbindung zum Server, beziehungsweise an meinem Internet, weil hier im Haus konnte ich lediglich eine UMTS Leitung sozusagen kriegen. Ja, und die ist halt einfach nicht so stabil. Weil 6000 Mbits per DSL, ja, das ist einfach viel, viel zu wenig. Und deshalb habe ich einen UMTS-Vertrag abgeschlossen. Über, ja, letztes habe ich mal 50.000 Mbit gemessen. Ja, es ist halt trotzdem gelegentlich einfach ein bisschen laggy. Der Herr Müller, der Stefan Müller, der sollte inzwischen eigentlich beim Herrn Diesel eingetroffen sein, um dort für die Agrargenossenschaft Nord-Süd die Zuckerrüben zu ernten. Oder Karotten? Ne, Karotten waren es, glaube ich, gell? Karotten habe ich angepflanzt. Für die Schweinchen. Also der ist da zugange und wir werden uns jetzt, denke ich, erstmal wieder ein bisschen im Wald oder mal nach den Produktionen im Wald schauen, um zu schauen, ob wir da noch irgendwas machen müssen. Was wir auf jeden Fall zu tun haben, ist Paletten wahrscheinlich zu verladen. Das heißt, die Leerpaletten von der Produktion ins Lager einlagern, dass wir da einfach einen kleinen Vorrat haben. Weil mit Sicherheit kommt der ein oder andere nochmal und will hier ja, Paletten haben. Und so viele habe ich nicht mehr. Das ist bekannt, weil die Nägel ausgegangen sind. Ja? Und da müssen wir mal gucken, wie schnell wir diesen Engpass wieder beheben können. Ja, was wir auch verkaufen können, ist natürlich hier die Dolly. Wir haben jetzt einen LKW, das heißt, Dolly braucht man nicht mehr. Das ist ganz geschickt. Kommt wieder ein bisschen, wenn auch nur minimal, Geld rein.
Ja, die Schläuche habe ich natürlich vergessen. Nee, die wollen gar nicht. Was ist denn hier los? Warum wollen denn die Schläuche nicht ran? Hier keine Hydraulikaufnahmen? Naja, ich hoffe mal, dass der trotzdem funktioniert. So. Geht. Okay, subi. Stellen wir gerade mal auf die Seite. Und dann können wir den Timo Runner direkt an den Tatra dran machen. Dann sind wir da schon mal vorbereitet. Hallo? 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 Nein, finde ich auch total geil. Hallo, Müller. Hallo. Servus. Hallo, Diesel. Wie geht's? Ich bin gerade auf dem Weg mit weiteren 36 Schweinen zum Hof. Super. Und ich mache gerade Zwiebelchen. Ah, du bist am Ernten. Das ist ja perfekt. Ja. Ja, ich bringe den jetzt auf, wenn ich... Nein. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich am Hof bin, bringe ich den mal eben schnell einen Hänger mit dem Trecker vorbei. Ja, ist gut. Ich denke, der ist bald voll, oder? Er muss abgetankt werden. Ja. Der Holmer hat ja nicht so viel Kapazität, dass er da so viel reinkriegt. Die bestückt werden müssen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gerade im Wald, ich guck mal gerade nach den Paletten und so und was da los ist. Mhm. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir die Felder wieder bewirtschaften, weil sonst geht uns da Geld durch die Lappen. Ja, wir müssen eigentlich das Feld kalten. Müssen wir mal überlegen, ob wir das machen oder wie wir das machen. Und im Silo sieht's auch gut aus. Ja. Wir haben noch Karotten einiges auf Lager. Verkaufen für Kredit. Abbezahlung. Ja, stimmt. Das wäre gut. Müssen wir mal überlegen, was wir da jetzt dann genau machen. Deine Fahrzeuge sind weg. Bis jetzt habe ich noch keine Meldung bekommen. Ah. Okay, mach mal da ein bisschen Dampf. Dass die loskommen. Was war das nochmal bei mir, was ich alles verkaufen muss? Den Drescher, glaube ich, mit Schneidwerk. Und Düngestreuer, kann das sein? Ja. Ja, Düngestreuer, denke ich, oder nicht? Danach müsste ich mich definitiv um die Schweine kümmern, wenn ich alle drin habe. Ja, dann mach das mal. Das wird schon passen. Kannst halt gut Geld auf die Seite legen, Mann, ne? Das wäre wichtig. Nein, der war ganz schön schnell voll. Also Sämaschine, Düngerstreuer und Drescher, ne? Ja, stimmt. Sämaschine habe ich vergessen. Gut. Wo ist? Hier ist mein Johnny. Gut. Gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, perfekt. Ich mache mich mal dran, die Paletten. Dann später mal. Jo, ciao. Die Paletten zu verladen.
Ja. So, das wird jetzt eine Arbeit, die Paletten da ins Lager zu bringen. Ist halt immer ziemlich mühsam. Ich weiß auch nicht, wie man das deutlich vereinfachen könnten. Vielleicht einen Anhänger hinstellen. Ach nee. Ist halt nicht so einfach gerade mit diesen, mit dieser Rüttelparty hier. Ich hoffe, dass ich das. Volker Barone, hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Och nee, was wissen du jetzt von mir? Du, Ja. einmal 200 Steuern. Ach komm, so viel geht ja gar nicht. Moment. Bestimmt. Was noch? So, passt. Und Kredit? Ja, supi, mache ich auch gleich. Im Wert von 31.500. Nee, komm, ich habe gerade ein bisschen was auf Kante, kriegst du 50.000. Oder? Nee, komm, ich zahl dir die. Ja, genau. Perfekt. Ja, wie viel habe ich denn jetzt noch? Weißt du das? Ja. Bisschen Stress bei der Arbeit gerade, aber. Ja, wir müssen Felder bearbeiten und Landhandel kümmern. Aber sonst. Ja, Arbeit ist wichtig. Hau mal rein hier. Ja, Landhandel nimmt auch Zeit ein. Ach komm. Übrigens, ich bräuchte mal ein LU. Ich habe ja auch die Brauerei, muss ja auch versorgt werden. Die hast du ja auch. Du kannst mir gleich mal in die Kisten eine Palette Bier bringen. Jo. Ja. Ja. Nur ich brauche erstmal Hopfen, was ist das? Hopfen muss anpflanzen. Bau gerade an. Ah, okay. Und kannst du ein Feld kalken? Ich komme bald mal drauf, du. Auf was? Auf Gäste oder was? Hopfen wahrscheinlich nicht, wenn du keine Einzelkorn hast. Nee, habe ich Ich nicht. glaube, die kann das nicht. Nee. Das ist eine Direktsaat, glaube ich. Ja, stimmt. Im Fahrzeugschein steht nichts drin. Schade. Ja, okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Jo. Komme ich vielleicht mal drauf zurück. Gut. Einfach melden, wenn es so ist. Bis Bis die dann. Tage. Ciao. Tschüss. Tschö. So, dann packe ich mal noch ein paar Paletten hier rein. Und da wegen Kalken muss ich noch mal extra anrufen und fragen, ob er das jetzt kalkt oder nicht oder wie man das machen. Oder ob wir das doch selber machen müssen. Ich weiß nicht. Müsste ich mal noch abklären. Alter, wir haben noch 81.000 Leerpaletten, ey. Wie soll ich denn die alle wegkriegen? Da kannst du dich ja hinstellen und die ganze Zeit, kannst du von früh bis spät hier nur Paletten fahren. Das dauert einfach alles viel zu lange. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Anhänger, wenn ich hier einen Anhänger hinstelle und die auf den Anhänger fahre und dann rüber zur Produktion, zum Lager, ob ich damit schneller wäre. Mein, der Manitou kann ja theoretisch auch einen Anhänger anhängen. Da müsste ich nicht mal umsteigen. Ich weiß nicht. Ja.
komm jetzt drauf hier. Ruhe Palette, ey. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich mich natürlich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Und schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Ciao.